Dach zusammen, wie ihr seht, bin ich wieder zurück vom wunderbaren, hinreißenden, großartigen Camino, dem Jakobsweg. Wenn wir auch die meiste Zeit mit dem Bus dem Weg entlang gefahren sind und nur dreimal wirklich gepilgert, einmal 8 Kilometer, einmal 7 und einmal zum Cruz de Ferro, 2 Kilometer den Berg rauf, so hat dieser Weg es doch geschafft. Er hat mein Herz im Sturm erobert. Und genauso großartig waren die Menschen unserer Reisegruppe, die ich hiermit ganz, ganz herzlich grüße. Buen Camino euch allen. Auf dieser Tour haben wir natürlich viele Kirchen und viele großartige kulturelle Stätten besuchen dürfen, zum Beispiel die leuchtende, helle Kathedrale von León, die besonders deshalb so begehrt und besucht wird, weil sie ein herausragendes Beispiel für die gotische Zeit mit der Möglichkeit von großen Fenstern ist. 150 Fenster, bis zu 12 Meter hoch, insgesamt 1800 Quadratmeter Fensterfläche zieren diese Kathedrale. Womit wir jetzt unbedingt von Corona sprechen müssen. Nein, nicht dieser Drecksvirus, sondern von Corona, dem Bier. Ja, viele wissen es, Corona ist auch ein mexikanisches Bier. Ja bitte, und was hat das mit León zu tun? Pass auf, der französische Drecksack, die ich jetzt mal sage, auch wenn viele Franzosen das anders sehen, Napoleon Bonaparte, war ja aus welchen Gründen auch immer ein Kirchenhasser. Und er hat auch Spanien besetzt und dort seinen Bruder Joseph Bonaparte als König eingesetzt. Spanier haben das aber vollkommen ignoriert. Sie nannten ihn Pepe Botello, weil er den ganzen Tag besoffen war. Also im Kölsch würde das heißen Fläschenjob, ja. Aber Napoleon Bonaparte selber hat noch in der Kathedrale in León eine Bombe hochgehen lassen, um so die Fenster größtenteils zu zerstören. Und jetzt küttet. Ein Leoniner, der nach Mexiko ausgewandert ist, hat dort eine erfolgreiche Firma aufgebaut, eben die Brauerei Corona, und hat ein großes Fenster von der Kathedrale in León restaurieren lassen. So hängt irgendwie alles mit allem zusammen. Und mir fällt natürlich wieder die tolle Geschichte über die Konkordatsgespräche zwischen dem Vatikan und Napoleon Bonaparte ein, die ich hier schon mal erzählt habe, aber die man nicht oft genug wiederholen kann. Also Napoleon musste, auch wenn er die Kirche hasste, Konkordatsgespräche mit dem Vatikan machen. Und sein Gegenüber war Kardinal Diakon Consalvi. Und irgendwann springt Napoleon Bonaparte wütend auf, brüllt den Kardinal an. Eminence, wissen Sie nicht, dass ich, Napoleon Bonaparte, die Kirche zerstören kann? Worauf der Kardinal antwortet, und das ist belegt: Sire, die Kirche zu zerstören, haben in all den Jahrhunderten wir Bischöfe nicht geschafft. Das schaffen sie auch nicht. Und er hat Recht behalten. Und mit dieser befreienden Kraft des selbstironischen Witzes hat er die Aggression aus dem Gespräch genommen und wahrscheinlich das Gespräch gerettet. Denn im Garten des Lebens
ist der Humor und der Glaube der beste Dumm. Buen camino, sät der bergische Jung.